Zuvor bei Grand Theft Auto 5. Und so geht es weiter. You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Something like that. Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing? The financing, it seems like a shitty deal. Ah, because of the color of my skin, you think I am a scammer. No, no, skin color's got nothing to do with it. Ja, Chef ist schon ein kleines Arschloch. Ich schnapp mir mal das Auto. Ne, Chef? Wird ja nichts gegen sprechen. So, wir machen nochmal. Nein, aus und fahren jetzt. So, vielleicht und tatsächlich mal ohne Lamar. Das ist auch mal ganz schön. Ich mache für Chef mal eine Mission alleine. Aber ich bin ja auch der Mitarbeiter des Monats. Ne? Ich habe hier Privilegien, die Lamar nicht hat. Der Nigger. Es ist nicht abwertend gemeint. Was sagen die da so? Ne? Ich will mich nur einreihen. In das Ringelreihen von GTA. Oh, hier muss ich rum. Entschuldigung. Ich vergesse auch immer wieder, dass ich Bullet Time habe. Bullet Time ist hier cool. Da. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Schwein. Der Lamar wollte den Scheiß doch behalten, der Spinner, und ich darf das jetzt hier wieder ausbaden. Schweinen. Und dann darf ich auch noch in ein Haus einbrechen, oder was? Das wird ja immer schöner. So, ich warte jetzt tatsächlich mal wie ein guter Bürger an der roten Ampel und dränge mich hier nicht durch. Auch wieder eine sehr schöne Werbung. Das ist hier das Schickimicki-Viertel, hm? Würde ich mal fast denken. So, geht's schon weiter? Oh! Ging tatsächlich weiter. Mein Fehler. Ach, dieses gefällt mir einfach besser als Saints Row. Es sieht geiler aus. Es hat irgendwie mehr Stil als Saints Row. Aber es kann man schlecht vergleichen. Saints Row ist einfach nur abgespaced. So, hi. Hier muss ich jetzt ein Auto besorgen. Hab ich gehört. Okay, einen Weg ins Haus finden. Sollte kein Problem sein. Oh. Schalte den Gärtner aus. Das mache ich. Mache ich gerne. So, den konnte ich bewusstlos schlagen, stand ja da oben. So, jetzt muss ich hier aber irgendwie reinkommen. So, hier ist die Garage. Und da, meine lieben Freunde, da muss ich rein. Und da komme ich aber nicht so einfach rein.
weil hier ist zu. Dann gucken wir mal hinten rum. Ich hoffe mal, hier ist nichts, was mich irgendwie überraschen sollte. Nee, alles soweit noch cool. Ist hier irgendwo... Oh, die alle mit ihren Pools. Aber schick ist es. Ne? So, hier komme ich doch sicherlich rein. Das ist auch dicht. Sag mal, wieso ist denn hier alles zu? Das ist hier auch zu. Das ist auch zu. Wunder, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss es doch hier reingehen. Über das Auto aufs Dach. Ich bin hier aber nicht mit dem Auto. Komme ich nicht so aufs Dach? Nee, so komme ich nicht aufs Dach. Ich kann hier ja sicher jetzt nicht einfach so... Oder doch? Komm, wir kommen doch auch hier irgendwie rein. Oder hier muss doch irgendwo was offen sein. Guck. Das ist nur, weil du einen massiven Gaper hast, Bitch. Scheiße. Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Okay, jetzt ganz leise. Oh. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Okay, der ist schwer beschäftigt. Und die Schnalle. Oh my God, seriously? My brother is such a homie. Entschuldige mich mal. Muss mal was probieren. Like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Mental ones? Seriously. Penises are not meant to be that small. I fucking know, right? I've seen enough of them. So wird gespeichert. It's probably because he's so fat. I still love him, though. Sort of. Well, the other day, I walked in on him, and he was jerking off over pictures of my friends. No, not you. Ach komm, wieso können die Fotos nicht gespeichert werden? Das ist doch doof. Mann, die Fotos können nicht gespeichert werden. Das ist doch scheiße. Okay, jetzt aber schnell, schnell runter hier. Noch hat mich keiner gehört. Oh Gott, ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Oh, hier sind auch noch zwei. Oh, Tennis. Wie komme ich denn an den vorbei? Wenn ich die Waffe gezogen habe. Okay. I think I'm getting it. Okay, würdet ihr euch da jetzt mal verziehen? Okay, Amanda. Now just follow through. Okay, ich denke. Great hips. You know that? Oh fuck. Follow through. Yeah, I can get used to this. Okay. Yes, now slide your hips slow and sit into it right here. No, right here. Oh, yeah. I could totally get used to this. Yeah. Me too. Ach, diese Neureichen. Schlimm. Aber gut. Wir haben das Auto. So, kann ich hier die Garage aufmachen? Na, wahrscheinlich komme ich auch so durch. Also, auf geht es. Hier ist das Auto. Und los geht's. Schön, eine kleine Schleichmission.
Und jetzt kriegt Simeon das, was er will. Und ich habe immer noch nichts geklaut. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the streets before the day is done. Okay, dann werde ich... That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. Take me where you're going. Hey, come on, man. Den kenne ich doch. I said drive. Guy's behind on the fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Okay, Mikey. Wir können drüber reden. Ich bin hier nicht der Böse. Simeon ist es, nicht ich. Bitte tu mir nichts, schieß mir keine Kugel in den Schädel. Natürlich wirst du das nicht. Wir wissen alle, dass das die besten Kumpels werden. Aber wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit. So, schaffe ich's. Ein Klapp. Okay. Stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Okay, ab durchs Fenster des Autohauses. Damn! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this. Oh, Michael. Ja, komm schon. Versuch's mal, du alter Scheißer. Oh, fuck you. What is wrong with you? Komm, versuch's noch mal, du arschgesichtiges Arschgesicht. Na, sieht schlecht für dich aus gerade, hm? Komm, versuch's noch mal. Ich hab's ein bisschen besser drauf als du, sackgesichtiges Sackgesicht. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Michael ist so cool. Ich finde ihn spitze. So, jetzt wären wir bei Michael. Ich weiß nicht, was ich für Da kommst du nicht ran hätte machen sollen, aber ist auch völlig egal. Wir sind jetzt Michael. Es ist jetzt möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halte nach unten gedrückt, um den Wechsel, um das Wechselmenü aufzurufen. Das mache ich, teste ich einmal aus. Na, wo ist... Oh Gott, der ist schon so weit weg? Oder ist das da noch ganz in der Nähe? How the fuck we get fired?
Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy-ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. Ja, ich hab jetzt ordentlich Penunsen. So, Hobbys und Zeitvertreibe sind verfügbar. Ammunition, Stripclub, Kino, Darts, Rummelplatz, Golf und Tennis. Aber ich gehe wieder zurück zu Michael, weil Michael ist die coole Sau. Ich finde Michael super und danach ist dann erstmal Feierabend. So, die Zahl der Wechseloptionen für jeden Charakter zeigt an, wie viele Missionen... Fuck, ich konnte es nicht sehen, aber hier ist jetzt erstmal Feierabend, Freunde. Es war eine wilde Fahrt. Ich habe lange gespielt. Es sind viele Teile, denke ich mal, geworden von GTA 5. Sehr hübsch, sehr, sehr hübsche Deko. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Gott, hier ist ja alles leer. Naja, ich meine, ne? Meinetwegen. So, ich denke mal, hier ist jetzt nichts mehr mit Employee of the Month. Da ist auch gar nicht mehr, ist auch gar nicht mehr Dings drauf. Das ist jetzt Simeon. Na gut, meinetwegen. So, gehen wir wieder raus. Kann ich hier noch irgendwo reingucken? Hier nebenan vielleicht? Ist das der Pausenraum oder was? Keine Ahnung, was es ist. Ich finde ja, der Michael sieht ein bisschen aus wie Max Payne. Fehlt nur noch der Bart. Gut, und danach? Ja, ist denn wirklich Feierabend? Wie gesagt, viel, viel getan. Sind bestimmt viele Teile geworden von GTA 5. Aber es macht auch Spaß. Ne? Ich habe riesig Spaß an der ganzen Sache hier. Und in diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und wir sehen uns bald wieder bei GTA 5 eventuell, wenn denn das alles gut angekommen ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil wirklich ja jeder hin zum Kunst jetzt GTA macht. Wie sieht denn sein Handy aus? Die E-Mail gucken wir uns noch an. Dr. Friendlander, Fortschritt und es werden... Und es werden Ergebnisse folgen. Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Therapie fortführen. Wir stehen bei Ihrer Behandlung kurz vor einem Durchbruch. Es ist ein faszinierender Prozess. Wenn sie sinnlos und abenteuer- und ausbeuterisch erscheint, funktioniert Therapie am besten. Das Leben ist nicht ohne Bedeutung. Sie haben große Schwierigkeiten, aber zusammen können wir sie zu einem wundervollen Mitglied der Gesellschaft machen. Ich empfehle Ihnen weiter, Ihre Medikamente zu nehmen, die Bücher zu lesen, die ich Ihnen gegeben habe und sich Gedanken darüber zu machen, was der Grund für diese Wutanfälle sein könnten. Wir knacken sie schon noch, Amigo. Wir stecken zusammen in dieser Sache drin. Wie Sie wissen, macht mir die Zusammenarbeit mit Ihnen viel Spaß. Sie sind ein faszinierender Mensch, Michael. Aber leider ist medizinische Hilfe in diesem Land keine Sache der Wohlfahrt. Daher sehe ich mich gezwungen, meine Tarife wieder zu erhöhen. Dieses Mal nur um 75%, was mir sehr moderat erscheint, angesichts des Stresses und der Anstrengungen, denen ich während meiner Arbeit ausgesetzt bin. Mit freundlichen Grüßen, Isa Friedlander. Dieser netter Mann, ne? Psychologen sind doch die schönsten, Psychiater sind doch die allerbesten. So, wen kann ich denn mit Michael noch alles anrufen? Ich habe mich zwar schon verabschiedet von euch, aber ich muss einfach gucken. So, Amanda ist die Frau, Jimmy ist der Sohn, Lester, keine Ahnung, Tracy, wer ist denn Tracy? Ist das die Tochter? Nehme ich mal an, Tracy ist die Tochter, gut. Aber beim nächsten Mal denn mehr, Freunde, jetzt ist wirklich hier Schluss mit GTA 5 und ja, bis eventuell zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschö. Demnächst bei Grand Theft Auto 5. Okay, Tennis mit der Frau.